kurz nach 6. Ja, da ich gestern Nachmittag, ne, gedöst habe. Hat es, glaube ich, 3 Stunden gedauert, bis ich gestern Abend einpennen konnte. Oder heute Morgen. Oder wie auch immer. Ey, furchtbar. So, Kaffee müsste durch sein. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Bin ich auch gleich los. Wie sieht's da? Und das Eddies, das geht. Also ich kann mir vorstellen, dass der Chris da irgendwie fündig geworden ist mit Parkplatz übernachten oder sonst irgendwas. Also da sind die schon, das hat sich gestern schon gefüllt irgendwie mit solchen Leuten, die auf diese Idee gekommen sind. Ja, ich werde es von oben sehen. 4-mal fliege ich da heute vorbei. Und das ist das, ja, das größte Surf-Event. Nicht das größte, ist ja Invitational. Das heißt, man muss dazu eingeladen werden. Die besten Surfer der Welt sind da heute. Und die Bedingungen sollen ideal sein. Bin ich mal gespannt. Es wird live überall auf YouTube, Barberblage, gezeigt. Das heißt, das kann ich mir angucken in meiner 3-4-stündigen Pause zwischendurch. Das Wetter sollte heute 1A werden. Keine Wolke am Himmel bisher. Wir haben natürlich Fog in der Luft. Das haben wir heute Morgen auch beim Sonnenaufgang, dass die Sonne blutrot war. Naja, 7.57 Uhr bin ich da, also ungefähr 10 Minuten später als ideal wäre, aber es ist kein Problem. So, 9 Uhr ist der erste Flug. Das Surf-Event startet, glaube ich, schon bereits um 8, aber es geht erst richtig ab am Nachmittag, wenn die Wellen natürlich krass hoch sind. Okay. Ja, letzter Arbeitstag meiner Arbeitswoche, die ja ein bisschen kürzer war, dadurch, dass ich am Mittwoch ja nicht geflogen bin. Und ich fliege heute QC. Also das Ding, wo die Main Rotor Gearbox eingebaut haben und ich gestern Test geflogen bin. Aber das Ding, das ist einfach schnell. Also das fliegt auf jeden Fall schneller als QF, was der Markus fliegt. Aber nach so einem Major Maintenance Dings, da muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Ja, einer meiner ehemaligen Kollegen, also Kollege kann man das eigentlich nicht nennen, den habe ich kennengelernt bei Specialized Helicopters. Der wurde da nie angestellt, weil er halt irgendwie nicht gut war. Und dann ist er zu Papillon gegangen, hat sich da beworben. Und da habe ich ihm Tipps gegeben, von wie er sich da bewirbt. Denn Papillon ist mehr oder weniger nur ein Trittbrett für bessere Jobs. Ja, auf jeden Fall ist er bei Papillon seitdem und jetzt fragt er mich, was ich denn hier verdiene. Der spinnt ja, ey. Also erstens will ich den hier nicht haben und zweitens fragt man nicht, was man verdient. Also, hallo? Hey, Buddy? Nee, okay, auf geht's. Ja, erst habe ich noch einen Flug drauf bekommen, um 1. Das war aber nur ein Pärchen. Und plötzlich hieß es, Flug findet doch nicht statt. Die können doch nicht irgendwie kommen. Na, ich mache hier weiter das Training und gleichzeitig gucke ich hier das Surf-Event. Das sind vielleicht krasse Wellen. Und zwar machen die gar keine Spektakel. Die versuchen einfach nur auf dem Board zu bleiben. Die besten Surfer der Welt versuchen einfach nur stehen zu bleiben. Bei den Wellen da. Es geht nicht um Tricks. Aber die Wellen, die sind aber auch der absolute Megahammer. Also erst riden die Welle und dann bricht die auf jeden Fall über den zusammen. Und dann versuchen die irgendwie da noch rauszukommen aus dieser Explosion, wie es heißt. Wahnsinn. 40 surfers, each taking their shot at immortality, conquering the massive surf at Waimea Bay, all in honor of Eddie Aikau. Conditions are epic. Wind conditions is exceptionally beautiful. Direction is wonderful. And size is all there today. Eddie would be smiling and be very happy and proud. In between the incredible elevator drops, wipeouts, hero-style rescues, and female surfers making their long-awaited debut in the contest were the crowds. Thousands braved the heat and traffic to witness the Eddie in person. All night, bro. It's been a whole episode. We're excited for the Eddie and ready to rumble. Hit the road around like 4:30.
try to beat traffic, and it's just packed up all the way down. Parking was almost non-existent, many charging a premium for a spot. By sunrise, the sidewalks were packed. Spectators climbing cliffs, fences, and trees for a bird's eye view. On the beach, crowds crammed together. It's been the best experience. Woke up so early, almost pulled an overnighter, and here we are. Despite the traffic and parking headaches, those who made it through the mayhem got quite a show. Awesome. It is honestly just so surreal to see these types of waves out here. I honestly have no words to describe it. Sets rolled in like moving, raging, white, foaming mountains, flipping, tossing, pounding surfers like rag dolls. Luckily, no one was seriously injured, but there were a few close calls in the competition and on the beach, with sets washing on shore, wiping out the crowd multiple times. I lost my slippers, pretty much everything just got taken out. But even that scare couldn't ruin the day. It's pretty awesome today. It's worth it, though. Worth every bit. This is, like, really special to me. I look up to John and Eddie Aikau. They're, like, my heroes. With that, another Eddie is in the books. Geilen Wal gesehen. Und die Leute sind einfach happy, wenn sie Wale sehen. Deswegen gab es auch jeweils ein kleines Trinkgeld. Also größer als $2 von dem einen Familienvater. Aber große Trinkgelder gibt es heute nicht. Wir fliegen heute ausschließlich fast mit Koreanern. Der Markus hat jetzt Schwein, der fliegt mit einer Großfamilie, 6 Leute, eine CIO, eine lange Tour und. Wir fliegen danach direkt nach Maui. Ich fliege wieder Koreaner. Na, auf jeden Fall habe ich ein weiteres Walvideo hier. Ich versuche das zu enhancen. Da war ein riesiger Wal, der hat die ganze Zeit mit einer Schwanzflosse so richtig krasse Plätscher gemacht. Ich bin mal gespannt, ob ich das irgendwie enhanced bekomme, aber ich befürchte nicht. Aber mal sehen. Ich werde es mal einblenden während des Videos hier irgendwann, eventuell ganz am Schluss. Und dann werdet ihr sehen, ob das was geworden ist oder nicht. Es ist halt schwierig, die Kamera nicht drauf zu halten. Und dann verschwindet das meistens irgendwann aus dem Bild. So. Ist ja klar. So, mein Navigationsgerät sagt, ich soll komplett anders fahren als sonst. Und dann brauche ich 26 Minuten anstatt 50. Denn die sperren schon wieder die Autobahn. Ich hoffe, das sind immer noch 26, wenn ich da lang fahre, denn diesen Umweg kriegen natürlich jetzt alles Mögliche an Leuten angezeigt. Furchtbar. Dass sie da Sonntagabend immer den kompletten Highway sperren. Ja, ich brauche 26 Minuten über den Alternativweg. Auf geht's. 2 Tage frei. Habe ich mir verdient. Kurz nach 5:30 zu Hause. Dann langsam kühlt es runter. Offiziell sind wir noch 27 Grad, aber das stimmt nicht. Die haben die komplette Papaya abgefressen. Das heißt, es war gestern genau der richtige Zeitpunkt, noch mal ein paar Samen zu ernten, sozusagen. Ja, die sind wirklich super komisch weich, fast gelartig, wenn man die aus der Papaya rausholt. Und wenn man die trocknet, dann. Weiß ich nicht. Also die trocknen auch kaum. Die sind jetzt hier. Die fühlen sich immer noch gelartig und super soft an. Aber gut, ich werde es einfach mal weiter trocknen. Und dann lege ich mal nach draußen. Da werde ich sehen, was daraus wird. Denn ja, die schrumpeln natürlich jetzt. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, ob die Kamera das scharf macht. Ich bin gespannt, ob die jetzt kaputt gehen oder wie auch immer. Boah, bin ich müde. Ich habe auch zwischendurch von meinen Kolleginnen gefragt, ob ich müde werde. Ich sehe sehr, sehr müde aus.
Ja, bin ich. So, jetzt entspannen. Eventuell mal das Massagekissen rocken. Und Film gucken. Ein bisschen pokern. Zu essen habe ich nichts im Haus. Und daher weiß ich noch nicht, aber ob und wenn, was ich esse. Ich hätte mir ein paar Eier machen können mit dem Speck, den ich da noch habe. Aber ich habe die gestern alle gekocht. Das heißt, ich habe noch ein paar gekochte Eier am Start. Ziehe ich mir vielleicht 2, 3, 4, 5 gekochte Eier rein und das war's. Morgen muss ich eh einkaufen. So, das war's für heute. 20:40 Uhr. Duschen war ich gerade, Bett fertig. Morgen muss ich natürlich das Notwendige erledigen, erstmal, bevor ich mir irgendwelche Fiesematenten starte. Es gibt morgen wieder eine High Surf Warning für die West- und die Nordküste. Und Südküste ist jetzt nicht so unbedingt geil zum Schnorcheln. So, ja, weiß ich noch nicht. Noch nicht mal Angeln ist gut bei den Bedingungen. Aber ich werde eventuell trotzdem einfach mal zum Meer fahren, nachdem ich alles erledigt habe, was ich hier so legen will im Garten. Meine große Papaya braucht eventuell einen Riesenpott. Dafür brauche ich dann auch Erde. Die Sonnenblumen, 1, 2 kommen in Pötte. Der Rest wird in den Garten verteilt. Dann natürlich Essen einkaufen. Wäsche waschen, tanken und sowas. Jo. Den Film gucke ich mir jetzt noch zu Ende an. Und dann gehe ich irgendwann ins Bett. Obwohl ich gerade geduscht habe und natürlich dann kurz danach nicht so wirklich müde bin. Alles klar. Das war's für heute. Ach ja, jetzt seht ihr diese Wahl-Videos, die ich da aufgenommen habe. Die Qualität ist leider wirklich, wirklich schlecht. Und ihr hört natürlich das, was ich zwischendurch zu den Passagieren sage. Und ich glaube, die Musik ist auch noch dabei, die ich da so abspiele nebenher. Das sind halt Ausschnitte aus 2 von meinen Touren, wo ich an den Walen vorbei fliege. Das erste Mal. Ich glaube, in einem Video, der klatscht er nur die ganze Zeit mit dem Tail. Und im zweiten Video, da springen die so aus dem Wasser und klatschen so. Aber das sieht man halt auf den Videos eher schlecht, leider. Aber das kommt jetzt. Alright, down there he's splashing with his tail. Thank you. Yeah, they're coming here all the way from Alaska every winter to get babies here. So this is what they're doing. And then they're going back where they came from in about mid-April. I make a quick turn soon, and you guys on the left have a perfect view as well. Yeah, you don't see that every day, that they're jumping out of the water just almost with their entire body. Alright, I make a turn pretty soon, so you guys on the right can have a nice look as well. Thank you.
All right, unfortunately, we have to move on.